Ja. Parkplatz kriegen, das ist, oh nee. Ich sagte, nie das mit dem Auto nie machen. Ja. Auto. Vor allem nicht auf Samstag, das ist immer so voll, da fährt man mit der Bahn. Ja, wir haben auch gelernt, du, aber dann auf die Straßen, die waren so voll, als wir dann in die Geschäfte gegangen sind. Wahnsinn! Ja, aber man geht ja auch gerne mit dem Auto in die Stadt, weil da kann man die Klamotten rein. Du gehst ja nicht mit deinen ganzen Säcken. Ja. Ja. Dann in die Bahn, das ist dann aber auch eher gut zu viel. Die Leute kaufen ein, als ob sie denken, es gibt morgen nichts mehr. Das ist echt schön zur Zeit. Ich bin da in so eine Parfümerie gegangen, ich wollte mir da was kaufen. Bis ich da überhaupt dran kam, ne? Das war wahnsinnig voll vom Kundenberater, und so. Und bis ich mir dann Nagellack gekauft habe. Achso, ja, apropos Nagellack, ich habe da ganz toll Nagellack gefunden. Ja? Ist echt schick, kann ich dir mal zeigen. Das hast du schon mal. Ja, den habe ich schon mal. Also der ist wahnsinnig neutral. Guck mal. Ja, was ist denn jetzt? Ah ja, hier. Oh. Das ist, also, ja, nicht der schlecht. Ist nicht schlecht. Den kannst du so, pink und so. Guck ihn dir mal an. Du sollst mir die Fingernägel lackieren. Das ist doch gut so. Ja, mach mal weiter. Keine Ahnung. Ach, da ist ein bisschen, bisschen rübergekommen. Ja, ein bisschen. Aber sonst mache ich das doch gut, oder nicht? Ja, wenn man nicht auf die Nägel guckt. Also, ja, genau. Sicher. Aber die Farbe, die ist doch. Optimal. Im Licht musst du die mal angucken. Im Licht wird bestimmt mal besser werden. Ja. Also die Farbe ist schön, ja. Was hast du Ahnung davon? Gibst du mir eventuell noch einen Schluck Kaffee, bitte? Günther? Ja, bitte. Günther. Ja, was denn? Soll ich dir die Nägel lackieren oder Kaffee? Sie möchte bitte ein bisschen Kaffee haben. Haben die auch schon was zu sagen? Also, ich glaube, du musst deinen Mann mal erziehen. Ja. Ich denke, wir sind Gäste hier. Hm. Ja, so weit habe ich ihn leider nicht. Ich muss mal öfters Gäste einladen. Danke. Bitte auch noch Schluck. Danke. Bitte. Noch ein bisschen vielleicht, die anderen Fingernägel auch noch. Guck, das sieht doch gut aus. Oh, was machst du da? Sag mal, so dick.
Das ist ja schrecklich, da wird der Finger ja so schwer. Hat dein Mann noch die Fingernägel angemalt? Ja, dann verteilen wir das. Nein! Na, also vielleicht seine eigenen, ja? Ah, oh, das sieht gut, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus? Wenn man da nicht hinguckt, ja. So gut hast du sie sonst nie. Du, aber ich glaube, du musst es mal im Licht betrachten, das sieht bestimmt immer aus. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich habe hier auch noch einen Daumen. Siehst du, das ist viel zu dünn so. Viel zu dünn? Das muss ich mir im Licht Also Günther, du solltest von meinem Nagellack doch etwas übergreifen. Also bitte, einen Moment. Mach ihn zu, ich guck mir das im Licht an. Lass mich mal bitte raus. Genau, das sieht doch gut aus. So eine einmalige Farbe, das kann gut sein. Lass mich doch mal gucken. Sag mal, was hast du denn da gemacht? Da übergemalt, da viel zu dick und da? Was ist das hier? Du solltest mir die Fingernägel lackieren und nicht die Hand. Ach Günther, das finde ich überhaupt nicht witzig. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht gut aus, übergemalt da, viel zu viel. Ja. Ne? Versuch's doch mal bei mir nochmal. Bitte, probier's mal aus. Bei ihr? Komm, ja, klar. Ja. Hier mit Nagellack. Ich habe auch noch keine lackierten Fingernägel, also komm her. Du kannst dich ja hier hinsetzen. Und dann das jetzt. Ja, nun mach das mal hier. Ja. Dein Mann ist wohl alles zu viel ist. Klagte sich, weil er Kaffee einschenken soll und nun richtet sie auf wegen ein Fingernägel am Mann. Na, also oft machst du das aber auch nicht, ne? Boah, das ist aber gut so, das ist schon besser jetzt. Schenk mir mal bitte Kaffee nach. Ja, was soll ich denn jetzt hier essen? Ja, Kaffee nachschenken, bitte. Also, nee. Günther, irgendwie bist du ein Turtel. Muss ich mir das sagen? Mach mal nochmal. Was machst du da auch? Danke. Bitte. Meinst du, die so in die Puschen kommen, du? Du darfst so weiter. So, nun, lackier mal ein bisschen, zack. Zeig mir her deine Hand. Oh, das guck ist ein miserer. Guck mal an, du. Überall kann man auch viel zu dick weiter. Nein. Na, normal müsste das auch grundlackiert werden, aber ich kann nicht. Och, er? Kann er das? Guck dir doch mal die Hand an. Wenn ich das so sehe. Oh. Günther, jetzt reicht mir das aber. Wenn ich mir den Saft hier mal angucke, was ist denn das? Hä? Machst du, der trocknet doch sonst aus, Mensch. Kannst du das wieder guck nicht? Guck dir das mal an, den Schwanz. Oh nein, und sagen wir und nicht mal Nagellack entfernen. Da kann er wieder nicht besorgt. Dem sind aber keine Finger zu. Also, irgendwie müssen wir schreien. Muss ich mir das bieten lassen, alles? Ja, was machst du denn da auch? Guck mal, Nagellack-Entferner im Haus. Aber der eine Finger fehlt. Hast du gehört, was deine Freundin der eine Finger fehlt. Guck mal den Aschenbecher raus, der ist doch viel zu voll. Ferkelkram ist das doch. Also, der Mann hat Manieren. Nee, wirklich. Bitte. Ja, nun mach doch mal, was deine Frau dann sagt. Ja. Also guck dir das an! Sag mal! Guck, und dann sollen wir losgehen! Also ich bin echt froh, dass ich meine Nägel allein angemalt habe. Ja. Oder beziehungsweise zur Maniküre gehe, aber das ist doch schlimm! Echt übergemalt und da zu wenig und... Nein, Tüffel! Also das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus? Guck dir das doch mal genau. Okay. Jede Maniküre, was würde die sagen? Die würde also sagen, was haben sie denn da gemacht? Also ich weiß nicht, selbst im Licht ist das aber meine auch so schön, die sind. Da. Nee, da finde ich die Zeig Farbe, also die Farbe finde ich viel schöner. Nein. Lass dir doch mal den kleinen Nagel. Weißt du, wie gut das aussehen würde, wenn ich da jetzt rüber. Ich meine, probier doch mal die Farbe doch mal. Er hat eure Finger versaut. Mach doch wenigstens den kleinen Finger. Der sieht doch bestimmt nicht schlecht aus. Aber die Farbe, guck mal, ich weiß nicht so. Mach doch den kleinen Finger. Den kleinen Finger. Das passt eigentlich nicht zu deinem Typ. Sowas wird viel besser passen. Ja, eben, das ist auch zu deinem Zeigen. Aber du wirst davon so streng ansonsten. Doch, von den Farben her. Ich sehe das von den Farben. Ja, gut, einmal gebe ich dir recht. Und jetzt vor allen Dingen kann ich es jetzt auch schon viel besser. Na, mal gucken. Oh, das war ein bisschen. Ich glaube, ich bin. Sag mal, was machst du? Du sollst dir die Fingernägel lackieren. Bei ihr da kriegst du nicht genug rauf und bei mir geizst du total. Merkst du das eigentlich gar nicht? Ach doch, ja. Aber nicht so viel. Ich glaube. Guck dir das mal an! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Guck dir mal meine Nägel an! Das sieht aber so viel besser aus. Ja, guck dir das an, das war so gut. Mach doch mal hier, ich hab die Farbe, ist doch schöner so. Was? Wie sieht das aus? Du malst immer über, du sollst die Fingernägel an. Ich meine, die sind immer noch rein, die sind versaut. Aber bei mir ist ja jetzt alles... Können wir alles neu machen? Nee. Aber darauf muss ich ja schon Kaffee. Ach, komm, räum ab, bring die Kaffeetassen weg. Ich möchte erst einen Schluck Kaffee, bitte. Ja. Schenk noch mal ein. Ach, Schreck, das ist unnormal, echt. Oh. Oh Gott. Also... Nee. Wer wollte jetzt noch Kaffee? Sie möchte bitte noch Kaffee. Ich möchte noch einen Schluck. Ja, mir bitte auch noch.
Schenk noch mal ein. Bei mir kannst du auch noch mal nachschenken. Okay. Und dann darfst du das rausbringen. Oh Gott. Bei mir bitte auch noch mal. Und dann darfst du dir meine Turnhose anziehen. Das ist ein Teufel, ne? Warum denn das? Ja, zieh dir doch mal die Turnhose an. Ja. Das wäre doch was. Wir wollen doch mal eine tolle männliche Gestalt sehen. Eben. Ich weiß nicht, was das ist. Nimm den Kaffee mit. Danke. Sonst noch was? Nein, das wär's. Komm, geh. Herr Günther reinkommt und sagt, das ist doch bei dir in der Turnhose. Also, das möchte ich zu gerne sehen. Das wird ein Mordsgaum. Ja, also wie bist du überhaupt an den gekommen? Wie lange ist das? Ach, weißt du nicht, erziehen. Ich mach so gerne, da kann ich noch ein bisschen erziehen, kann ich noch ein bisschen sticheln. Wie lange ist das eigentlich schon verheiratet? Wie lange? 5 Jahre sind schon, aber ich hab den immer noch nicht so weit. Also das dauert immer noch. 5 Jahre. Und Turnhose, die wie hast du das überhaupt geschafft, den kennenzulernen und auch noch zu heiraten? Ach, weißt du, das ist so eine Sache, ich erziehe gerne. Brauchst du einen, weißt du, den ich so ein bisschen triezen kann? Was wo ich dann sage, du machst das so. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? 5 Jahre. Oh Gott. Um Gottes Willen. Aber das macht Spaß, also so ein Mann zu haben. Ja. Vor allem, er pariert ja, so wie ich das gesehen habe. Na guck, er bringt den Kaffee raus und alles. Also aber, das ist doch nicht schlecht. Er behandelt uns, als ob wir jeden Tag hier wären, als ob wir gar keine Gäste wären. Ja, so ungefähr, ja warum soll ich das schon hier machen? Aber das muss, da muss er noch ein bisschen besser springen, würde ich sagen. Das ist nervig. Ein paar links und ein paar rechts, so krasse Dinge. Die kriegst du hin. Im verflixten 7. Jahr. Sollen wir die Kaffeetassen fragen, ob wir die Kaffeetassen nicht mehr. Das stört. Günther!